Ja, und damit herzlich willkommen zurück zu einem weiteren Abenteuer hier in Derail Valley. Es ist 4 Uhr in der Früh, also im Spiel zumindest, nicht in echt. Und ja, wir sind heute mal wieder mit unserer kleinen Diesellok unterwegs. Und wir müssen da Eisenerz zum Stahlwerk unterbringen. Und das sind ein paar Wagen. Also, ja, das Altmetall hier drin. War nicht klar. Ich zeige euch mal kurz den Frachtbrief. Hallo, Frachtbrief. Es sind 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 Wagen. Und angekoppelt habe ich schon. Und dann müssen wir hier zum Stahlwerk runterkommen. Und Stahlwerk bei B3I. Alles schon geprüft. Wir gehen mal rein und machen mal die Lok bereit. So, Licht 2 vorne. Licht. Also das Licht an? Jo. Okay, unsere Route. Wir sind da. Wir werden hier da so runterfahren, bei der Kreuzung runter. Da vorbei und dann hier runter zum Stahlwerk, wo wir eigentlich angefangen haben. Und vom Stahlwerk aus werden wir dann schauen, was wir als nächstes so machen werden. Ich hätte irgendwie Bock, mal da rauf zu fahren. Die neue Dampflok kann man ja auch mittlerweile fahren. Und habe sie aber noch nicht gesehen. So, Stahlwerk, das war das erste. Gucken wir mal, Stahlwerk B ist gleich das am Anfang, Südwesten. Wenn wir von Südwesten kommen. B3I, alles klar. Nehmen wir mal dahin. Und dich werden wir mal ein bisschen schöner hinlegen. Alles klar. Bremse. Schaut gut aus. Ne, wir haben die Handbremse drin. Und geldtechnisch haben wir 9.362. Ich habe nochmal 5.000 für die Wartung zahlen müssen. Vielleicht wollen wir die Wartung dann doch mal selber machen. So, Fahrtrichtungswender nach vorne. Und ich glaube, wir fangen wirklich mal mit dem ersten Gang an. Scheibenwischer hätte ich noch gerne. Rechte Instrumente, ja, das ist an. Okay, los geht die wilde Fahrt. Oh, 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 oh. Das war nicht so gesund. Oh shit, das wird spannend. Ich hoffe wirklich, wir schaffen das. Das wäre eigentlich auch noch mal ein schönes Screenshot. So. Schalten. So. Ich glaube, die allererste Steigung, die wird hier richtig gemein. Okay, das fand sie jetzt nicht super. Ja, alles am Mitkommen hier. Wunderbar. Ja, so kommt rein. Bei 3-1, 3-2 wäre die nächste Sequenz. Machen wir zu hier. Plus 1, irgendwas. Ah, geil. Mal hinten nochmal das Licht anmachen. Licht 1 hinten. Bringt jetzt sehr viel. Ja, und wir werden langsamer. Ja, da sagt jetzt auch die Temperatur hallo. Okay, von 3,1 auf 2,2. Doch 2,1.
Alter, das ist Kriechtempo. Aber es scheint zu halten. Ne, wir werden langsamer. Und rutschen. Komm, kleine Zieh. Fuck, das macht die Temperatur nicht mit. Komm, 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 komm. Jo, also ich glaube, diese Fahrt dauert ein bisschen. Brauchst du es noch? Okay. Ah, wir brauchen es leider. Ja, dass jetzt regnet, ist natürlich suboptimal. Oh, ein bisschen mehr Schmack ist. Sicher geht's dann. Ich meine, hier geht's dann mal ein bisschen nach unten. Ja, ich gebe schon weniger Gas. Komm, Kleine, du machst es. Plus 2 da hinten. Und ich muss jetzt schon kämpfen. Boah, bitte nicht, dass wir hier im ersten Gang noch retreaten. Ist eigentlich noch nett hier. Ah, diese Wetterstimmung, die gefällt mir halt schon. Das haben sie halt wirklich gut gemacht. Ah, und irgendwann fahren wir dann mal mit den großen Looks. So richtig lang und verwenden, wenn wir dann noch die mehrfachen Aufträge haben. Das wird ein Fest. Ja, können wir vielleicht 3-2 wagen? Ich glaube es nicht. Ich will vermutlich gleich wieder runtergehen. Aber Scheibenwischer machen wir mal aus. Brauchen wir nicht. Wir haben ja 3-2. Ja, nee, Temperatur ist kacke. Und wir verlieren an Drehzahl. Ja, jetzt merken wir die 2. Dann gehen wir auf 2-2. Das war ja schon 2-2, oder? Fuck. 1-2. Komm, 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 komm. Bitte, 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 bitte. Nein! Nein, das ist jetzt nicht dein Ernst. Das ist jetzt der 2. Gang. Oh nee, so will ich jetzt aber nicht rumkriegen. Ja, ohne Sand schafft es nicht. Komm, 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 komm. Zieh. Okay, wir bewegen uns wieder. Oh fuck, wie soll ich das schaffen?
Kann ja allerhöchstens mit Schwung hier drauf fahren. So ein bisschen weniger. Komm, nicht rutschen. So ein Mist. Okay, dass wir da auch noch Funkeneffekte haben, das wusste ich jetzt gar nicht. Okay, sie wird schneller. Und da hinten ist dann gerade die Kreuzung. Ich glaube, wenn wir es bis zur Kreuzung schon mal schaffen, dann haben wir schon mal einen wichtigen Teil. Das ist dann... Ja, da vorne dann rechts. Ja, Geschwindigkeit. Kann ich Sonden ausmachen? Nein, nein. Oh, was eine geile Lok. Die schafft es. Warte noch so. So, während du da am Creepen bist, schauen wir mal, wie die Weiche ist. Oh, das ist doch noch ein ganzes Stück hier. Wir fahren nach rechts und alles 30. Okay, gehen wir wieder retour. Oha, das ist ein Stückchen. Lok, wo bist du? Bist du schon im Tunnel? Nee. Das ist so eine Gratwanderung hier. Und für den Fall, dass ich jetzt doch in den ersten schalten muss. Oh nein. Fuck, ich glaube, ich muss in den ersten. Okay, liebe Leute, erster Gang. Das ist jetzt wirklich dead slow. Wie viel Geld kriegen wir für den Spaß? 13.800, fast 14.000. Ah, fuck, das wird einfach ein Problem. Langsam schneller. Ich wäre eigentlich schon happy, wenn wir die Geschwindigkeit einfach noch halten könnten. Sonden aus. Sie schafft so den Sand. Aber noch so eine Steigung killt mich. Da brauche ich doch den zweiten Lok. Okay, geil. Hall-Effekt ist vorbei. Okay, Plan. Ich bleibe jetzt mal genauso in der Geschwindigkeit. Verstell nichts. Die sollte einfach mal hochfliegen. Und ich würde sagen, wir machen da mal einen kleinen Cut, bis wir da oben bei der Kreuzung sind. Sonst wird es ein bisschen lang. Also, liebe Leute, wir sehen uns gleich wieder. Okay, wir sind bei der Kreuzung und
Er schaut nicht so gut aus. Temperatur ist am Steigen. Sonntens ist jetzt gleich im Roten. So, mal ein bisschen zurückdrehen hier noch. Und da hinten wird es eben erdig, Gott sei Dank. Oh, das war jetzt eine knappe Nummer, sage ich euch. Komm, zieh. Sonnensteuer ist komplett aus. Kann mich jetzt auch nicht den Gang wechseln. Ich will die Wagen da ein bisschen mehr reinziehen. Holy moly. Ich hoffe wirklich nicht, dass wir noch eine Abschleppdock brauchen, die uns da hilft beim Ziehen. Okay, ich glaube, ich kann es wagen, mal Gang zu schalten. Okay, das hat geklappt. Okay, wir sind erstmal oben. So. 2-1. Und Freigabe für 60. Mit Gefälle. Oh, Gott sei Dank. Okay, 2-2. Skippen 3-2. Dann ist es 2-3. Oh, geil. Nächsten Hügel einfach mit Schwung drauf. Kreuzung. Dauert nicht mehr allzu lang. So, gehen wir mal auf 3-3. Boah, das ist Klappergeräusch da hinten. Das klingt so, als würde es gerade mal gleisen. Oh, Entschuldigung, da bin ich einmal gegen das Mikrofon. Genau, dieses Shepard da. Gehen wir mit der Motorbremse mal ein bisschen rein. Maximum Braking. Macht sich gut mit der Motorbremse. Oder noch ein bisschen reinbremsen. Lieber ein bisschen langsamer.
jetzt auf dem Maximum zu sein. Oh ja. Boah, schöne Screenshots hier. Und da vorne nochmal rechts. Auch mit 60. Sehr geil. So, ziehen wir ein bisschen. Müssen wir jetzt noch irgendwas beachten? Ne, wir fahren... Ach shit, wir kommen von der anderen Seite ins Stahlwerk. Wir kommen von Nordosten. Und es war Gleis... I3i. Das zweite von links. Aber da ist das eine Trainingscenter, da war das Schubbomber eingestartet. Bei dem düsen wir vorbei. Angenehm ruhig hier hinten. 80! Schade, jetzt werden wir mit der nicht erreichen. Boah, das wird noch ein Kampf werden, wenn wir da mit der Dampflok fahren werden. Ich meine, die kleine Dampflok, die glaube ich ist so ein bisschen in der Leistungsklasse von der da. Ich glaube, sogar ein bisschen schwächer. Aber die will ich unbedingt mal fahren. Dann fahren wir halt mal was Kleineres. Und dann halt noch die große. 70. Komm, gib mal ein bisschen Gas hier. Jetzt können wir ein bisschen passen mit der Temperatur. Jetzt haben wir dann effektiv einmal im Kreis kommen. Also einmal da runter, da wieder rauf, da rüber und da wieder runter. Ja, bei FRC schauen wir da mal vorbei. So, Temperatur meldet sich. Ist wieder runter. Ja. Nice. Halt, nicht mitfahren. Aber gut, dann kann man sich merken, dass die, was sind das, 500 irgendwas Tonnen? Das, also 500 Tonnen sind echt Schmerzgrenze für die Lok, wenn es bergauf geht. Und dann nicht zu lang, sonst nichts mehr mit Sand. Wäre eigentlich nur cool, wenn man die in Mehrfachtraktion bauen könnte. Vielleicht kann man ein bisschen schummeln, da muss man sich ja alle beide manuell fahren. Nicht hinten können wir mal ausmachen. Okay, gut mit Schwung da drauf. Nee, so. Weg das wieder zum Regnen an. Ja.
Orchester drauf, bitte. B3i, was habe ich gesagt? Das ist von links. Die erste Weiche schaut gut aus. Die zweite, die da. Bitte links. Zweite von links, also. Ich krieg's jetzt nicht. Jetzt. Warte, warte mal. Na. Wie weichen das ist. Ah, nee, Moment. Ah, weiche, weiche, weiche. Falsch gewesen. So ist es richtig. Gut. Leute, wir haben es geschafft. Gerade noch so. Geil, alles mit dabei. Oh, Bremsen. Geil, geil, geil. Okay, wir machen hier mal aus. So, du bleibst erstmal hier stehen. Kollegen, hier machen wir zu. Dann lass mal öffnen, damit hier die Bremse angeht. Und dann war's das. Handbremse noch. Geil. Ha. Und wisst ihr was? Jetzt wollen wir erstmal den Vertrag hier abgeben. Den da. Dankeschön. Geil. 59. 49 Minuten waren das jetzt? Gut, für euch jetzt nicht ganz so lang. Aber wir haben Geld. Das heißt 23.000. Wie sieht es denn aus bezüglich Lizenzen? Lokführer haben wir. DE2, DE6, DM3. DH4 50.000. TS60 20. Ja, wir brauchen noch ein bisschen Geld. Aber wir schauen jetzt mal, ob da hinten vielleicht eine neue Lok rumsteht. Da steht die neue Lok. Alles klar. Ich habe mir die irgendwie größer vorgestellt. Kann man... Warte mal, ich möchte da mal ein Foto machen. Ich hoffe, ich... Ah, jetzt ist der Schrift weg. Ja, okay. Die sieht ja mal nice aus. Komm ich da rein? Ach man, Spiel, du bist doch gemein. Ich wollte doch nur mal reingehen. Ja, sehr cool. Und ich meinte, da kann man dann auch hier noch Sachen machen. Ah ja, genau. Ich glaube, das war für die Elektrik und Bremse. Bin mir jetzt aber nicht ganz sicher. Oh ja, auf die werden wir mal hinarbeiten und dann könnte man sie zumindest auch mal zum Rangieren nutzen. Ah, ich wäre jetzt so gerne in den Führerstand reingegangen. Können wir da nicht irgendwie reinpacken? Ah, so,
Eben mein. Aber cool, dann wissen wir, dass die da hinten rumsteht. Geile Sache, geile Sache, geile Sache. Ja gut, liebe Leute, ich würde sagen, das war's erstmal für die dritte Episode. Mal schauen, was wir in der nächsten machen. Auf jeden Fall würde ich mal woanders fahren. Vielleicht fahre ich dann für mich selber zu einer anderen Industrie und schauen wir, ob wir da irgendwas Interessantes finden. Und dann wäre halt die Lizenz für die Dampflok geil. Und wir bräuchten noch irgendwo mal so einen Shop, wo ich dann Taschenlampe und so weiter mir kaufen kann. Das wäre dann sehr praktisch. Ich glaube, im Hafen ist so ein Shop und sonst nirgendwo. Ich glaube, da würde ich mal kurz Google nutzen. Und dann komplett blind irgendwo rumfahre und dann werden wir da Goodies kaufen. So viel mal zu dem. Wenn es euch gefallen hat, lasst vielleicht einen Daumen nach oben da oder sogar ein Abo. Und dann wünsche ich euch weiterhin eine gute Fahrt. Ja, liebe Leute, das ist leider das Ende von dem Video. Wie immer würde ich mich freuen, wenn ihr natürlich hier unten Kommentare reinschreibt, wie ihr es gefunden habt. Aktuelles zum Spiel findet ihr hier in dieser Playlist. Ansonsten der neueste Upload hier oben. Und wer möchte, kommt auch auf unseren Discord-Server. Link ist da rechts oben. Gibt auch immer wieder gratis Spiele und da könnt ihr auch mit mir quatschen und natürlich der Community. Ansonsten lasst ein Abo da und dann verpasst ihr keinen Upload mehr. Bis denn dann, euer Braubucher. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.